ganz schnell. Also erste Fakten, danach können die auch alle gehen. Wir sind mal angetreten als erstes TV- und Online-Format für Kunst, Musik und Kochen. Und meines Wissens sind wir das auch immer noch. Weil diese Kombination, das würde wahrscheinlich auch ein normaler Mensch auch nicht drauf kommen. Unsere erste Sendung gab es im Mai 2009. Ich glaube, da hast du uns auch schon fast mitverfolgt. Auf TV, also auf einem offenen Kanal, Bürgerausbildungskanal, der unsere Abspielstätte war, aber von Anfang an eben auch im Netz. Wir hatten unsere erste Nominierung für den Grimme-Preis 2010 und das auch als erste freie Produktion jemals. Das heißt, es haben da Leute angefangen, etwas zu machen, was ihnen im Fernsehen wohl gefehlt hat, ohne davon Ahnung zu haben, und das wurde dann zumindest von Kritikern auch quotiert. Wir sind die erste Sendung, die mit einem Preis, den ich vorher auch nicht kannte, dem Sophie-Medien-Preis, ausgezeichnet wurde, und zwar in gleich zwei Kategorien. Und das zeigt dann auch gleich unseren bipolaren Ansatz irgendwie. Wir sind in der Kategorie TV ausgezeichnet worden und gleichzeitig online. Was für uns erstmal total erstaunlich war, weil wir bis zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest diese beiden Abspielkanäle auch gleichberechtigt und trotzdem unbedarft benutzt haben. Also war das überhaupt nicht klar, dass es zwei eigentlich unterschiedliche, einander ausschließende, im konfliktären Verhältnis stehende Sachen sind, sondern das war für uns als Generation XY ganz normal, dass wir nutzen das Netz genauso, wie wir die Glotze anschalten. Wobei man in meinem persönlichen Fall sagen muss, ich habe nicht mal einen Fernseher. Das heißt, wenn ich irgendwas einschalte, schalte ich nicht mal einen Fernseher ein. Und jetzt geht die Geschichte dann so weiter, dass wir als, dass wir unsere erste Sendung dann im echten, richtigen Fernsehen auf dem Sender ZDF Kultur im August 2011 hatten. Die nächste übrigens am Freitag, 22:15 Uhr. Also wir haben da irgendwie was geschafft von ganz am Anfang einer Gruppe aus Spinnern, Phantasten und Könnern, die mit Fernsehen nichts am Hut hatten, und eine Idee hin zu dem, was man so, ja, wie man eine Produktionsfirma normalerweise aufzieht. Man hat einen Sendeplatz, man hat ein Budget und man macht das unter privatwirtschaftlichen Bedingungen. Aber, so, also das wäre jetzt sozusagen die Erfolgsgeschichte kurz zusammengefasst. Jetzt kann man gehen, oder wir können auch ganz offen mal darüber sprechen, dass das eigentlich auch in der heutigen Zeit, dass ja angeblich alles möglich ist und so viel leichter wie früher. Karl Klaus, ne? Karl Klaus vom NDR ELDM, der weiß noch, wie teuer Film damals war. So, alles, was wir am Anfang hatten, war eigentlich genau das. Und das ist zumindest ein Teil meiner Behausung, wie ich sie vorfand. Ein leerer Raum mit relativ, also für mich, der hier vorher auf St. Pauli eingeengt, zusammengepfercht gewohnt hat, war das extrem viel Platz. Und ein Freund der Künstler sagte mir mal, als ich ihn in seinem riesigen Atelier, wo er nichts macht außer sitzen, besucht habe, er hat gesagt, wenn du Platz hast, denkst du größer. Und da dachte ich, okay, jetzt ist Umziehen angesagt. Also ziehe ich nach Wilhelmsburg, das war vor 5 Jahren, und habe diesen Raum vorgefunden, der mir scheinbar irgendwie gleich ganz schnell sagte, mit mir muss mehr geschehen, als einfach nur drin zu wohnen und sich zu freuen, dass man jetzt Platz hat und viel weniger Miete zahlt als ihr alle. Hab mir dann also gedacht, okay, was kannst du damit machen? Und dieses Kochen, das liegt mir, ich bin kein ausgebildeter Koch, ich bin einfach Hobbykoch. Es macht mir Spaß und es hat mir auch sehr schnell, habe ich gemerkt, dass man Leute damit glücklich machen kann. Man kann Leute verbinden, man kann Leute glücklich machen, man kann Wertschätzung Leuten zurückgeben, die man auf andere Art und Weise nicht kann. Ich kann nicht singen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht tanzen. Es gibt Leute, die können das auch nicht, machen es trotzdem. Aber ich für meinen Teil habe gedacht, das ist meine Art und Weise, auch mit Leuten in Kontakt zu treten. Und das ist es eigentlich auch, was quasi meine erste Formulierung von Social Media wäre. Wenn ihr eine Fernsehsendung macht, dann braucht ihr ganz, ganz viele Freunde, so, die ihr da alle sehen könnt. Ja? Das ist wie es sich heute so darstellt. Und da sind noch nicht mal alle drauf, weil die gar nicht mitgekriegt haben, dass wieder Teamfoto angesagt war. Das war also nach unserer letzten Aufzeichnung Ende November. So sieht das Team heutzutage aus, weil, und das ist gleich so ein Mythos, mit dem ich komplett aufräumen möchte, das ist immer noch, auch in Zeiten, wo
alles digital wird und digital ist ja besser und einfacher und so. Es ist unglaublich aufwendig und es ist unglaublich teuer offshore. Also wenn ihr damit wirklich anfangen solltet, dann solltet ihr so naiv, blauäugig und gutmütig sein, wie wir das am Anfang waren. Und wenn ich von dir spreche am Anfang, dann waren das vielleicht 5 bis 10. Und wenn ihr da was durchzählt und alle, die dann gar nicht drauf sind, mitrechnen, dann kommt ihr auf 40 Leute, die heutzutage immer so noch Produktion mit dabei sind. Also, wäre mein erster Punkt, da wir im Rahmen der Social Media Week hier sprechen, soziale Medien. Wir machen quasi soziale Medien, zum einen machen wir es bei mir zu Hause und wir machen das wirklich über einen großen Freundeskreis und Netzwerk. Uwe ist da hinten, der wird sofort sehen, Mann, dieser Typ da, den kenne ich doch, wo ist er denn hier, den da, den kenne ich doch ganz genau. Freund ist der auch, aber mit dem stehe ich im geschäftlichen Verhältnis. Ja, ist so, aber den hätte ich nicht gekannt, den hätte ich nicht für meine Produktion nehmen können. Uwe, das ist unser Lichttechniker, wenn ich den vorher nicht aus dem freundschaftlichen Kontext gekannt hätte. Und so war es dann immer, das heißt also nicht, dass wir da weiterhin noch die unerfahrenen Leute, die wir vorher waren, wir hatten mit Fernsehen wirklich nichts am Hut, wir hatten keine Ausbildung als Mediengestalter, Bild und Ton, unsere Kameraleute kamen aus einem Praktikum heraus, der Einzige, der ein abgeschlossenes Volontariat nachweisen kann, das ist der da, so, und selbst das hat ein bisschen erstunken oder erlogen, aber wir haben halt Spaß daran gehabt, so, und wir haben etwas gemacht, was uns irgendwie wichtig erschien. Gut, und jetzt kommen wir zu dem, und wie gesagt, Fragen. Wenn ich rase ja hier durch, das klingt ja so einfach, also wie ich das erzähle, ich würde es ja gleich wieder machen. Aber die Wahrheit ist, wir sind hier ein Großteil von denen, die das am Anfang gemacht haben, Studenten der Kulturwissenschaften, Kulturanthropologie, alles so nutzloses Zeug, so, ne? Oder aber früher oder später denkst, ja, damit kann man mein. Es geht ja darum, auch so Verknüpfungen herzustellen. Und die Verknüpfung, die in dieser Sendung stattfindet, das ist eigentlich schon ein Großteil meines Lebens. Also, wenn du mein Bücherregal, was sich dahinter, hinter den Menschen da irgendwo versteckt, angucken würdest, dann würde da ein Bildband aus einer Ausstellung stehen, neben der CD meiner Lieblingsband, neben einem Kochbuch. So. Und das ist eigentlich, was wir da abbilden, das ist sozusagen mein oder unser Leben. Weil als ich mit der Idee dann hausieren ging, musste ich gar nicht lange reden. Ich habe in einem Freundeskreis gestochert und habe gesagt, ja klar, natürlich. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass das peinlich ist. Natürlich sind Kochsendungen peinlich im Fernsehen. Aber wir müssen das ja nicht so darstellen wie andere. So, vor allem, wo es bei uns nur die Rahmenhandlung ist. Also wir haben alle einen ganz unterschiedlichen Background, kommen vom Theater oder haben da unsere Passion für. Ich habe früher auch, also ich glaube das erste Mal, mit Uwe zu tun hatte, da lief ich als Gestalter rum und habe irgendwelche Bühnen für Nacht der Legenden, da habe ich glaube zum ersten Mal gesehen oder so gemacht. So, das ist aber auch alles egal, was wir vorher gemacht haben. Wichtig ist, was uns zusammengeführt hat. Und ich widerspreche mir auch sofort, weil das ist nicht egal, weil dadurch, dass wir nicht zum Fernsehen wollten, dass wir nicht in den Medien irgendwas machen wollten, haben wir auch einen Zugang, der ein eher spielerischer, amateurhafter, stümperhafter, wenn ich dich angucke, Henning, dann würde ich sagen, stümperhafter Zugang ist. Aber in Zeiten, wo sich eh alles verändert, kann man auch, sag ich mal, parallel ein- oder quer einsteigen. Darf ich auch noch fragen, das ist ja doch sicher alles was gekostet. Ohne Ende. Die erste Grimme-Preis-Nominierung kann ich sogar beziffern, weil es ja auch eigentlich großartig mein eigenes Geld war. Ich habe ja 3.000 Euro gekostet oder so. 3.000 Euro, aber das Unvermeidliche, was da an Geld aufgelaufen ist. Weil das viel, viel, viel größere Punkt, der da rein drin steckt, ist ehrenamtliche Arbeit, ist Gutmütigkeit, sind Beistellungen, sage ich heute, weil ich diesen Begriff kenne vom Fernsehen, aber eigentlich ist das, der Typ da hinten hat auch ein paar Mikrofone, die kann er uns leihen. Und die Bühnenelemente, die kommen von da und der macht das, weil er das gut kann und so. Und du kennst noch einen und bringst zwei mit. So, das war unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit und hat halt, war uns am Anfang so nicht bewusst. Also wir hatten das nicht so kalkulieren und greifen können. Also jetzt Leute vom Fernsehen, die können
also auch bei unserer ersten Filmpreisnominierung haben sich also zum ersten Mal Leute das dann auch vom Fach angeguckt haben, die haben sich das angeguckt und die haben Zahlen uns genannt, was das eigentlich kosten müsste, wo wir gedacht haben, wie bitte? So viel kostet das? Und mittlerweile kann ich ja sagen, ja, kostet so viel. So, und dann aber hat es auch was in Frage noch auf ehrlich zu beantworten, hat es sich mit der Entwicklung des Projektes, also 2009, also der ersten Sendung, hat sich das immer weiter gesponnen und wir sind nicht nur professioneller geworden im Sinne von, wie macht man eine Fernsehsendung, sondern auch, wie finanziert man eine Fernsehsendung. Das heißt, wir sind zu Fundraisern geworden, wir sind zu Sponsoren, Sammlern geworden. Alles, was es an alternativen Möglichkeiten gibt, sein Projekt zu promoten, das haben wir, glaube ich, ganz gut gespielt. Und sind damit jetzt auch an dem Punkt, wo das echte Fernsehen auch angelangt ist. Wenn ihr euch mal Abspende jetzt anschaut oder irgendwelche komischen Symbole da rechts, links, oben, Penny, du weißt wahrscheinlich, wie das P ausschaut. Achso, je nachdem so, ne? Und je nachdem, ob man es auch macht oder ob es mal einer, Schimpfe gesagt hat, das ist ja im echten Fernsehen jetzt auch so, dass da Geld von sonst woher kommt. Das muss nicht so brachial sein wie bei der Rock-WM, sondern es kann auch, könnt auch bei Notruf Hafenkante am Ende gucken, wer die Autos bezahlt hat. So, das steht da auch. Wir machen weiter. So. Also kommen wir jetzt zu dem Punkt, was eigentlich ja so die Social Media Week am meisten interessieren sollte. Und was uns eben schon von Anfang an auch immer so begegnet ist, wir haben es einfach mal gesagt, aber wir haben nicht waren erstaunt, dass das so was Neues sein soll. Nämlich, dass wir diese On-Air, also das TV-Sendung und online zusammen gedacht haben. Also für uns war es zum einen eine Notwendigkeit am Anfang, weil wir ja keine Kanäle in dem ursprünglichen Sinne hatten. Also wir waren nicht bei Sat.1, wir waren nicht bei RTL oder bei dem ZDF, sondern wir mussten uns irgendwie verbreiten. Und auf der anderen Seite war es aber unser ganz normal, auch 2009 schon unser ganz normaler Konsum, der lief halt übers Netz. So. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich gleich noch aufzähle. Deshalb war es für uns erstmal ganz erstaunlich, dass die Leute vom Fernsehen teilweise auch die Angst davor hatten, dass wir Sachen ins Netz gestellt haben oder dass wir was mit dem Netz gemacht haben. Das war uns scheinbar komplett fremd. Und Christine, die du hier sitzt, den Bogen zu deiner Veranstaltung schließen, die da heißt Kunst und Kultur und so ziemlich was gefahren. Ich würde sagen, und das ist ja ironisch gemeint, ich würde das genauso sagen, TV und Internet sind ziemlich beste Freunde. Dem ist nicht so. Also da gibt es Ängste, da gibt es also Verlustängste, Sorgen, Unverständnis, alles was wir auch durchlaufen haben erstmal, denn unsere Sendung ist noch so ein Anachronismus, die ist 58 Minuten lang. Das ist scheiße lang. Und guckt mal, also wo im deutschen Fernsehen noch so eine Stunde Programm am Stück gemacht wird. Das erste ist eine Zumutung für euch Zuschauer, hat was damit zu tun, dass wir einfach Spaß daran haben. Und auf dem ersten Formular, was ich bei Tiger ausfüllen musste, da stand 28 Minuten oder 58. Da ist 28 ein bisschen kurz, mache ich mal 58. So. Ohne mir Gedanken zu machen, was das für Konsequenzen hat. So, aber fürs Internet heißt das auch wieder das Problem, 58 Minuten im Netz guckt sich kein Mensch an. Ja? Und so ist es mit ganz vielen Sachen. Und wir reden ja von 2009 Prä-ZDF-Mediathek, die ich für eine der besten Mediatheken oder zumindest benutzerfreundlichsten Mediatheken, wenn ja vom NDR einer da ist, ja, und guckt euch eure Mediatheken an. Ja. Also das war richtig, richtig schwierig und war für uns auch auf dem Graus zu sehen, das guckt ja gar keiner für unsere Sache. Plus, du kannst das gar nicht einstellen. Weil 58 Minuten, ihr habt bei YouTube, das werden wir gleich kommen, habt ihr so eine Beschränkung. So. Wir wussten gar nicht, was sollen wir da machen. Wir haben jetzt hier ein Produkt, aber wir können das gar nicht einstellen. Wir wollten das eigentlich einstellen. Und wie machen wir das? Und da. So, aber das jetzt mal Stückchen für Stückchen aufgedröselt. Wir haben dann also gesagt, okay, es muss diese Netzwerke, wir haben auch allen Leuten erzählt, und YouTube fiel uns sofort ein. YouTube ist eine Fernsehsendung, da muss irgendwie ein Video, da muss bei YouTube reinstellen. Haha, sagt der Nächste. Nee, da gibt es auch noch Sendung, kenne ich, finde ich viel besser, machen wir, warum auch immer. Dann kommt der nächste Kameramann, der sagt, ey, saugeil,
HD kannst du bei Vimeo reinstellen. Also wir rennen zu Vimeo. Dann ist aber die Musiksendung auch noch mal. Wie wär's denn mit MySpace? Habt ihr einen Blog eigentlich? Na Logo, haben wir auch noch einen Blog. So, dann Facebook. Ich hatte einen Facebook-Button auf der Seite, ja, bevor irgendjemand, den ich kannte, bei Facebook angemeldet war. Also ich kannte da schon Leute, aber die wollte ich nicht bekannt sein. So, dann sagt einer, oh, ganz was Neues, Formspring, super Sache, kannst du bestens integrieren, dein Logo, mach mal Formspring. Dann der Programmierer von dem Blog sagt, ein RSS-Feed muss man haben, ich habe einen RSS-Feed. So, jetzt hört das ja nicht auf, das geht ja weiter, kommt was Neues, habe ich natürlich auch. So, dann hier, Neues, das Neue, MySpace ist ja tot für Sound, dann machen wir jetzt wieder mal Soundcloud. So, Twitter, super Sache, also jetzt mal wirklich... Twitter, super Sache, so, gibt's auf. So, jetzt kommt das Schlimme, jetzt kommt die Fernsehsender ins Spiel. Also, Tide, in unserem Fall waren das am Ende so um die 20 offenen Kanäle in Deutschland und Österreich. Die wollten alle beliefert werden, die hatten alle eine eigene Online-Strategie, die oftmals darin bestand, dass sie keine hatten. So, das macht es nicht wirklich leichter. Jetzt haben wir es aber geschafft, jetzt sind wir nicht bei ZDF Kultur, wenn ich irgendwann im Weg stehe, ihr könnt es ruhig sagen, also jetzt stehe ich nur dir im Weg. ZDF Kultur, super, die sind eben angetreten, mal, das könnte man die Leute auch immer wieder gern daran erinnern, mit dem Satz online und on-air aus einer Hand. Also sie haben quasi unseren Ansatz gehabt, guckt mal, was die so online machen. Ja? Da könnte alles rausgehen. So, jetzt kommt die gute ZDF Mediathek, die ich schon erwähnt habe. Die ist so gut, dass ihr am Freitag um 0 Uhr unsere Sendung schon gucken könnt, die um 22.15 Uhr erst im Fernsehen läuft. So, dahinter steckt, glaube ich, auch ein Gedanke, er ist mir bis jetzt aber verschlossen geblieben. So, und das alles unter einen Hut zu bringen, führt ganz schnell zu dem Thema, wo wahrscheinlich jetzt kurz hin ist. Ich glaube, um 14 Uhr läuft gerade bei der Techniker Krankenkasse einen Vortrag zum Thema Social Media Burnout. So, weil in Wahrheit entweder wird man bekloppt, schizophren oder man überarbeitet sich einfach. Weil es geht gar nicht. Es kann das gar nicht alles. Also es geht bestimmt, wenn man ein riesen fettes Budget hat und irgendwann gibt es auch irgendwelche guten Tools und die dann alles auf einmal und so. Und ich glaube gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe und wie viele Leute dazu mir kommen und sagen, immer, das kriegen wir hin. In Wahrheit ging es für uns ganz schnell darum, oder wurde das ganz schnell, es hat sich nach und nach herauskristallisiert, dass er auch in dieser schier unübersichtlichen Welt, wo alles möglich ist, man Relevanzkriterien bilden muss und sagen muss, okay, das funktioniert nicht. Und jetzt kommen wir wieder auf die Frage mit dem Geld. Wenn du kein Geld hast, ist das verdammt schwierig umzusetzen. So. Weil du dann im Zweifelsfall auch an Leute gebunden bist, die eine andere Idee haben. Und dann, wenn Geld im Spiel ist, jetzt ziehe ich in die Richtung ZDF, so, dann haben die natürlich auch andere Interessen, weil, wie eben schon gesagt, wir haben so ein Spannungsverhältnis zwischen Fernsehen und dem komischen Internet. Vor allem dieses Fernsehen weiß, dass es dieses komische Internet braucht, aber weiß noch nicht so ganz genau, was es damit machen soll, so, was es damit machen kann. Dabei, und jetzt eine steile, unhaltbare These, die ich eben schon mit Karl Klaus besprochen habe, ist, dass eigentlich die Zeit des Fernsehens, weil im Internet wisst ihr ja selber, audiovisuelle Inhalte, das ist es doch, was wir alle wollen. Irgendwie ein schickes Filmchen, das muss geil aussehen, das muss, das darf Witz haben, es darf Kürze haben, das wollen wir doch sehen. Und dazu lesen wir auch was. Aber wir lesen doch nicht nur, es ist doch keine Bleibüste, sondern es muss bitteschön bunt sein und wenn es sich bewegt, super. Deswegen wäre meiner Meinung nach Fernsehen ja jetzt einfach großartig dran. So, jetzt kommen wir zurück zu meinem oder zu unserem Projekt, den konspirativen Küchenkonzerten. Für uns war dann eben klar, wie eben schon gesagt, wir gehen zu YouTube. Und dann habe ich eben gerade schon gesagt, erstes Problem, wir konnten da gar nicht eine Sendung reinstellen. Also haben wir sie mühevoll zerhackt. So, das kennt ihr von früher auch noch, dieses 1 von 10, 2 von 10, so. Haben das dann gespielt. Natürlich dachten wir, müsst ihr auch eine Musiksendung, so. Deine Band, Estoire, da müsst ihr die einzelnen Songs rauslesen. Wir haben den Mentor einer unserer Bands da. Haben die einzelnen Songs rausgelöst, haben die nochmal hochgestellt. So, ja. Man hat unendlich viele Arbeitsschritte damit ausgelöst. Und uns damit eben auch, wenn ihr wollt, Kosten. So, dann kam aber das Ding, was ich auch immer sage, das Internet ist mir viel zu disparat.
ich hätte gern jemanden, der mir das, der das moderiert, der das aufbereitet. Und da kam die Idee, oder kam dann von einem unserer Kameraleute der Einwand, da gibt es Seven Load. Ich glaube, die gibt es immer noch. So, ich glaube, da kann man auch immer noch Sachen von uns sehen, aber nichts mehr Neues. War wirklich ein toller, ich glaube, da steckt die Telekom dahinter oder irgendwer, der es besser weiß, kann sagen. Also Seven Load, da kann man richtig mit Menschen sprechen. So, die schreiben hier auch, die moderieren das an, die haben da, da wirst du wirklich, das ist wirklich so ein Paket, fühlt sich ganz gut an. Im Endeffekt schalten die aber, also schalten die dann Werbung davor, von den Einnahmen bekommst du nichts. Das fanden wir dann irgendwann auch nicht mehr so schick, weil dann kam ja Vimeo. Und Vimeo hat uns gegen Geld, was wir auch gerne gezahlt haben in dem Moment, die Möglichkeit gegeben, HD-Sachen hochzuladen, unbegrenztes Volumen hochzuladen. Das sah dann endlich auch mal knorke aus. So. Sprachen zwar alle Englisch da, kaum jemand, den ich damals kannte, kannte das, außer unsere Kameraleute. So, war dann so, okay, konnten wir dann einbinden auf uns in unserem Blog, war so okay. Dann haben wir, wie gesagt, diese ganzen Sender gehabt. Das klingt immer gut, wir haben gesagt, wir waren von Flensburg bis Wien, von Bremerhaven bis Berlin vertreten mit Kanälen. In Wahrheit waren wir aber auch beim UK Stendal, wir waren bei Dorf TV in Linz. Das sind alles keine erfundenen Namen, die gibt es wirklich. Ja. Und die haben ja alle auch noch eben eine eigene Mediathek, die teilweise noch schlechter aussieht als die vom NDR. Und deswegen findet man auch jetzt von uns Sachen, also von Mecklenburg-Vorpommern, von Fisch TV in Schwerin, von deren Mediathek, bis zu, hast du nicht gesehen, ja, und war halt also eigentlich für, du willst mit deinem Content auf deiner Seite Klicks erzielen und vielleicht dann irgendwann Werbeeinnahmen oder irgendwas generieren, das völlig falsche, aber unsere einzige Möglichkeit, um in dem Fall bekannt zu werden. So, das heißt, dass wir da schon wussten, dass wir uns in eine gewisse Schizophrenie hineinbegeben, es war aber nun mal unserer Stellung, unserer schwachen Position geschuldet und nicht ganz zu unserem Nachteil, wie man im Moment sieht. Dann kam der große Moment. YouTube schrieb uns eine Mail in ganz schlechtem Deutsch, dass sie uns auffordern oder dass sie uns einladen, YouTube-Partner zu werden. Große Diskussion hat das ausgelöst bei uns im Team. Erstmal, ist es Spam? Zweitens, kann man das annehmen? Ist das nicht völlig unmoralisch? Weil mittlerweile setzt sich ja auch beim größten Internet-Freund, so wie mir, die Meinung durch, dass das eigentlich eine schlimme, böse Datensammelmaschine ist, die da der Aufbau wird. Ich meine, wer von euch hat sich wirklich hier angemeldet mit all seinen Daten? Aber alleine um so der Social Media Week teilzunehmen, also da gab es meine Produktionsleiterin Eva, die hat es nicht gemacht. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Ist schon relativ. Ist ja auch. Ich glaube, die Personennummer ist ganz viel. Ja, das ist ja auch. Ist ja auch. Aber jedenfalls hat das bei uns hat das große Diskussion aus, wir haben dann da zurückgeschrieben und wir wollten das auch mal genau aufgeschlüsselt haben, weil da gibt es ja dann auch die Option, Werbung zu schalten, wollen aufgeschlüsselt wissen, was kriegen die, was kriegen wir. Kam irgendwie nie eine endgültige und verständnisreiche Antwort. Wir haben es irgendwann gemacht, weil wir gar keine Lust hatten, mehr darüber zu sprechen, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. So, also sind wir jetzt YouTube-Partner und könnten da 10 Stunden Film raufladen, 20 GB Sachen, ob ihr euch die anguckt oder nicht, das konnten wir jedenfalls. Ich hätte euch an dieser Stelle gern ein Video gezeigt von der kanadischen Band namens Tribe, die wir auch zu Gast hatten, die just zu diesem Moment, diesen quasi so ein YouTube-Phänomen, die leben, glaube ich, wirklich von ihren Klicks und von ihren komischen Videos, die sie da machen und da Werbung schalten. Und die hatten damals ein Video gemacht, yeah, Tribe, we are YouTube-Partners. So, die haben sich richtig gefreut, das haben sie leider aus dem Netz genommen. Ich habe es nicht mehr gefunden. Und also das hat auch was mit unserem scheinbar kulturellen Wertverständnis hier in Deutschland zu tun, dass wir da ein bisschen komisch sind. Und ihr seht die lebende schizophrene Wesen vor euch. Also wir wussten nicht so genau, was wir da
wie wir das machen wollen. Und jetzt kommt auch noch uns die ZDF Mediathek in Schwere. Jetzt, wo wir es geschafft haben, jetzt, wo wir denken, boah, wir sind jetzt im richtigen Fernsehen und wir können das ja jetzt auch noch mit unseren audiovisuellen Inhalten viel besser im Netz vermarkten und bewerben. Jetzt kommt uns die ZDF Mediathek in die Quere mit der, wie gesagt, schon erwähnten 24 Stunden vorher Geschichte, die dann auch mal so versendet wird. Es gibt dann ja auch die Diskussion gerade um die Digitalkanäle des ZDF und ein Vorwurf der privaten Sender ist ja auch, dass das ZDF damit nur das Netz vollklatschen will mit Content. Nun ja, also zumindest kann man kann viel verhandeln mit dem ZDF, aber man kann das nicht verhandeln. So, also dass die das die erste Woche bei sich nur stehen haben dürfen und für uns dementsprechend auch wieder keine Datenerhebung möglich ist, wie viel wird das eigentlich über wie viele Klicks erzeugen wir da, weil die natürlich, ganz gegen das ZDF erstmal nicht anstinken, die werden, wenn ihr jetzt das sucht, bei Google wird dann die Sendung da erstmal in der ZDF-Mediathek stehen. Das einzige Gute, was aber ein bisschen unverständlich vielleicht dann auch ist, nach einer Woche wird das wieder gelöscht. Also in acht Tagen nach Ausstrahlung der Sendung seht ihr die Sendung dann auch bei uns und nicht beim ZDF, was aber diesen Neuigkeitenwert dann verloren hat, weil sie war ja vorher beim ZDF. So, also schwierige Kiste und führt weiterhin so zu dem, was uns manchmal im Weg steht, zu einer Flut von Kanälen, die ja noch multipliziert werden kann. Aber auch wieder hier Fragen zwischendurch. Scheut euch nicht. Solange da noch Häppchen liegen, können die auch kontrolliert werden. Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Die stellen das jetzt an die ZDF-Mediathek eine Woche vorher rein? Nein, 24 Stunden. 24 Stunden vorher, okay. Und dann kann man sich das da angucken. Ganz normal, die ganze Sendung. Und dann brauchen wir die ja gar nicht mehr im Fernsehen. Ah ja, kann man sich angucken, aber jetzt kommt noch jetzt was ganz Lustiges. Selbstverständlich filmen wir das Ganze, also was ihr da gesehen habt, das war jetzt so ein Zusammenschnitt, den ich noch möglichst kleingerechnet rechnen habe lassen, damit wir hier überhaupt zeigen können. Das Ganze wird natürlich in Full HD, in 60:9, im ganzen Pipapo gemacht. Das ZDF sendet aber noch nicht HD, dementsprechend ist das, was ihr im Netz findet, auch nur SD, langweilig, einfach nicht so gut wie wirklich. Nicht so gut wie 8 Tage später, wenn ihr das bei uns seht. So, also wir, Publikum Heiners da, hier aus Hamburg-Wilhelmsburg, können dann auf YouTube etwas darstellen, was das super tolle ZDF, das die Daten auch hat, noch nicht weder sendet, noch in der Mediathek bereitstellt. Ich dachte, das wäre HD, weil das so brillant aussah. Aber das dann jemandem zu erklären, ist ja auch völlig, also ich meine, ja, das dauert ja jetzt schon viel zu lange. Gut, also Flut der Kanäle. Ich habe es ja gesagt, am Anfang hatten wir einen Blog und die Frage ist auch, was haben uns die ganzen Kanäle eigentlich gebracht? Und der Blog war hauptsächlich, sage ich mal, für uns so ein Ankerpunkt, das alles zu sammeln und für viele Leute war das die Möglichkeit, über uns sich zu informieren. Also im Zweifelsfall kann ich sagen, die größte Pluspunkt, die mir das gebracht hat, das war meine Pressestelle im Internet. Also man konnte wissen, wenn irgendein Artikel über uns erschienen ist, in anderen Blogs, in Zeitungen oder so, die haben eigentlich immer die möglichst ältesten Informationen aus diesem Blog herausgenommen, die wir damals eingestellt haben. Dann bin ich mal krank gewesen eine Woche, war quasi ans Bett gefesselt und dann habe ich dieses ominöse Twitter entdeckt und ich muss sagen, also Christine, wir kennen uns ja nun ausschließlich darüber, ja. Es ist ja so eine Freude und jeden, der mal wirklich demnächst krank im Bett liegt, ja, Twitter ist es. Und du nimmst scheinbar am Leben teil, auch wenn du das nicht verlässt. Und ich habe da Sachen, also es ist wirklich, es gibt ja genügend Studien darüber, wer nutzt was, aber Twitter, das ist einfach eine Freude. Und wenn ihr tatsächlich mit mir in Kontakt treten wollt, dann geht ihr auf das Küchenkonzert-Profil bei Twitter. Bei uns twittert der Chef von uns selber. Facebook, ich hatte es ja schon erwähnt, auf unserer Seite war ein Facebook-Button, eine Facebook-Fanpage und wir haben eine persönliche Seite, die Küchenminner. Und die Küchenminner, wie viele zugreifen, ist auch aus einem Unfall entstanden, nämlich seit einem Jahr ungefähr
streamen wir unsere Aufzeichnung auch direkt ins Netz. Also ungeschnitten, ungekürzt. Live mit allen Versprechern, mit allem Quatsch zu Jan. Sendelied sind es. Jein. Sendelied, ja, aber... 5000 Leute? Kennt ja kaum keiner, muss man auch teilweise geheim halten. Hat Google gestern große Angst vor? Vor den Künstlern. Ja, ja, natürlich. Hat Fernsehen. Ich bin die ganze Zeit auf der Zunge, ich wollte das nicht fragen. Ja, ja, hat Fernsehen allgemein eine Angst vor? Kannst du natürlich, ich meine, Google muss davor Angst haben, aber wenn wir uns bei Make TV den billigsten Zugang irgendwie sichern, der eh bei 250 Leuten zusammenbricht oder so, ja. brauchen wir darüber erstmal keine Angst. Aber natürlich, da gibt es rechtliche. Also wir streamen das ins Netz und haben dann, also wir experimentieren damit einfach so ein bisschen, das war für uns so eine Plattform und lassen das live kommentieren. So, und der Redakteur, der das in dem Fall live kommentiert hat, hatte keinen Bock, dass er sein privates Account nutzt, zu dem ich ihn gezwungen hatte, um das dann live zu kommentieren und kam dann, also ich habe das im Nachhinein lassen, kam auf den genialen Einfall, dann irgendwie Küchenbinder zu erfinden. So, also ein alter Ego, was wir jetzt alle nutzen, um persönlich mit Menschen zu treten, was natürlich zu tierischen Verwirrungen auch führt, dass die Leute dann da irgendwie denken, okay, das ist jetzt, die haben das nicht so eng, sehen das nicht so eng mit dieser Fanpage und nicht und so, das mal persönlich, mal nicht. So, also es gibt schon, das ist quasi das gemeinsame Profil der Redaktion. Und eben würde ich denken, ich auch, klar, kommt auch rein, so. Aber, ne, aber wie gesagt, verstanden habe ich es immer noch nicht. Ich weiß nicht, wir haben diese Fanseite, die ist für mich irgendwie klar. Da kann ich verstanden. Ja, aber du kannst über die Küchenbinder ja die Freunde einladen zu deinen Fans. Also das kann ich machen. Für mich ist das unverzichtbar. Wenn ich eine Fanseite habe, brauche ich auch jemanden, der mit Freunden ansonsten. Also jetzt. Insofern für mich war das Strategie. Strategie ist tendenziell du kommst gerade. Peter, du kommst gerade noch rechtzeitig. Ich bin schon länger hier. Achso, sehr gut. Strategie müssten wir uns hier vorher überlegen. So, also wir haben einen Mann aus der Wirtschaft hier mit Armin, der wüsste, dass wir diesen Begriff würde ich jetzt nicht dafür hernehmen. Also wir hatten keine Strategie. Es waren viele Unfälle, die man später dann im Glücksfall oder Erfolgsfall zum Mythos erklären kann. So, natürlich nutzen wir das dafür. Natürlich von unserem Online-Redakteur Gunther, der da hinten sitzt, habe ich das Wort Data Mining gelernt. Habe ich vorher auch schon gemacht. Aber wusste ich gar nicht, dass es so heißen kann. So, natürlich kann man das wunderbar dafür nutzen. So, natürlich, wir nutzen das auch in der redaktionellen Arbeit, wenn wir uns diese Sendung ausdenken, wenn wir Gäste akquirieren, dann fragen wir natürlich auch die unsere Fans, Freunde, was auch immer, was hören die oder informieren uns selber darüber, was, okay, den finden wir gut, was findet der denn gut? So, wo kannst du da Informationen verwerten? Das ist wirklich ein... Wahrscheinlich halte ich jetzt gerade ein Plädoyer für Social Media, um das zu wollen. Und das ist für uns einfach ein cooles Gewinn. Dann ist eben, irgendjemand hat schon A und O gemacht, als das Wort Formspring kam. Ich weiß nicht, ob es noch existiert. Unsere neuen Schreiben über E-Mails. Was machen deine Freunde? Ja. Und im Zweifelsfall, wenn ich wissen will, ob das noch existiert, würde ich immer Peter Jepsen fragen, weil der weiß es. Gibt's noch. Bist du da noch? Machst du da? Bist du aktiv? Boah. Meistens an nachts wahrscheinlich, oder? Ja. Das war, also für die, die es nicht kennen, und wenn ich so einen Insider-Talk machen, das war so eine Art Twitter, wo aber nur gefragt wurde. Frage-Antwort. So. Und das war total erstaunlich, wie das genutzt wurde bei uns, weil das der geringstmögliche Einstiegshürde war. Und 98% der Fragen lauten wie folgt: Wo kann ich Karten kaufen? So, aber die Leute haben also weniger Mails bekommen mit dieser Frage, als dass ich über Formspring Anfragen bekommen habe. Fand ich total irre. Aber irgendwann erschöpft sich das auch. Und wie gesagt, es gibt ja auch E-Mail-Adressen, deswegen haben wir uns dann für Formspring auch verabschiedet. Dann, kam also mit im Zuge der Professionalisierung, im Zuge des Wachsens des Projektes, merkt man irgendwann, dass man mit seinem WordPress-Blog am Ende ist. Also oder also der WordPress-Blog ist am Ende. Weil wir da Daten generiert haben,
für uns war immer relativ wichtig, auch wie sieht das aus. Also wir haben auch so ein optisches Erscheinungsbild und damit haben wir einfach das System da überstrapaziert. So. Und sind dann eben zu der Dekorierung Homepage mit so einem Content-Management-System und bla bla bla. Problem war nur in der Zeit von 2009 bis 2011, 12, wo wir das jetzt gerade so implementiert haben, hat sich das Internet eben auch so komisch verändert. Nämlich zum einen sitzt mir jetzt hier eine Person vor der Nase, die ständig auf ihrem Mobilteil da so rum ist im Netz, oder? Du bist im Netz. Ist und zum anderen, oder und das zieht nach sich ja natürlich, ich würde mal sagen, das Netz ist hässlicher geworden. So. Es ist einfach diese ganzen schönen Verschnörkelungsmöglichkeiten, die wir so geliebt haben, weil wir das eh so einen Hang zum Spielerischen oder Verspielten haben, die sind nicht mehr da darstellbar. Beziehungsweise da und auf dem großen Teil, dann irgendwas so das große Teil dabei und dann eben auf dem normalen Laptop, also vom iPad, das muss ja vom Desktop bis zum Handy und dann bitte schön auch noch Android und bla. Möglich sein darzustellen. So. Das heißt, die Seiten sind jetzt so modular aufgebaut. Ich rede über was ich keine Ahnung habe, aber ich mir sehr lang erklären habe lassen, warum meine Seite jetzt nicht mehr so schön aussieht, wie sie vorher aussah. Mittlerweile denke ich aber, sie sieht schön aus. So. Und der Inhalt hat sich bei uns auch verändert. Während waren wir eben am Anfang so eine reine Informationsbörse über uns selber, sind wir jetzt ja auch eine Information. Zuge von 26, 27 Sendungen. Gunther, wie viele haben wir jetzt gemacht? Auf Bücher, Wikipedia? 28, nein, das ist ja stimmt. So, also Zuge von 28 Sendungen, wo immer ein bildender Künstler und ein Band-Musikerin auftritt, hast du auch unglaubliche Flut von Daten und bist auch für die dann ja ein Anfangspunkt. Da such mal Katharina Butari oder such mal Bernadette Hengs und landest früher oder später bei uns. So, das heißt, dass sich das Ganze auch von der Idee her immer mehr zu einem Portal entwickeln könnte oder auch schon hat. Also viele Künstler, gerade in der bildenden Kunst, ist es ja nicht so häufig, dass du im Netz so gut vertreten bist wie für eine Band oder für den Ton. Audiovisuell im Netz vertreten zu sein, für Künstler nicht. Die verlinken dann auf uns, wenn man dann irgendwie, oder verweisen an uns, wenn man eine Darstellung über sie sucht. Porträts über die stellen die dann da auch noch hin. Also sind wirklich immer mehr auf dem Sprung, das Ganze weiter zu entwickeln. Und das Ganze geht dann eben in Richtung X, Y und ZDF Kultur, dem Sender, der eben eigentlich genau das alles einlösen sollte oder wollte, was wir uns selber auch versprochen hatten. Der Sender ist aber in Wahrheit für uns, muss man jetzt nach den ersten 15 Folgen, die wir jetzt mit dem zusammen produziert haben, ist weiterhin, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, eine Abspielstation. Da unterscheidet er sich insofern nicht so großartig von OK Kiel oder von Rock TV und Rostock. So, der ist eine Abspielstation mit einem sehr klangvollen Namen und natürlich mit einem Budget, was er uns zur Verfügung stellt oder was wir von ihm bekommen. Wir werden auch da nicht voll finanziert, wenn die Frage kommen sollte, sondern wir sehen auf unserer Seite auch Seite.freunde und Hörer. Da ist vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowohl für innovative audiovisuelle Inhalte, also die glauben, dass wir genau das machen, was angeblich jetzt gerade so angesagt ist. Wir bringen dieses audiovisuelle Zeug da in die Kiste und die kannst du dann auch noch so auf deinem Telefon mitnehmen. Bis hin zur klassischen Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, bis zur Kulturbehörde Hamburg, also sind wir also wirklich wie es für ein Theater oder für ein Festival, glaube ich, gang und gäbe ist, Gelder einzuwerben, genauso im gemischtwaren Laden sind wir dann da auch. Das macht die tagtägliche Arbeit nicht unbedingt leichter, das macht die Aufgabe unwesentlich größer, aber es macht auch echt Spaß. Und ich glaube, wir waren auch vor 2 Jahren, als wir beim Filmfest bei diesem Barcamp waren, wo dann auch Leute, also Iron Sky ist ja jetzt gerade auch rausgekommen, dieser Film, der sehr viel über Crowdfunding sich finanziert hat,
Oder was war das andere die Kosmonauten? Ja, Kosmonauten, aber es ist glaube ich noch nicht fertig. Vieles ist noch nicht fertig, aber die haben das damals ja auch gesagt, die stand, das waren also Leute, die sehr, also netzaffine Menschen, die etwas Klassisches, Audiovisuelles machen, die filmen, die saßen da vorne völlig abgekämpft, haben gesagt, das macht nicht unbedingt immer nur Spaß, was wir da machen, aber wir sind die Ersten, die es machen. Und irgendwann gelten wir als ein Referenzprojekt. Und wenn wir es jetzt nicht machen, wir müssen das jetzt durchziehen, weil wir haben angefangen. Und so ähnlich sehen wir das auch ein bisschen. Und wir haben damit angefangen und macht das Spaß, das auch mal durchzudeklinieren. Weil die Möglichkeiten, die wir da sehen, da drin, sind jetzt nicht unendlich und es ist nicht, wird nicht nur Milch und Honig fließen. Aber es gibt da sehr viel, was im Moment noch an Sachen scheitert, aber der stete Tropfen hüllt den Stein. So, jetzt habt ihr natürlich selbst euch alle schon unsere Seite angeschaut und könnt das auch noch weiter tun. Also www.konspirativeküchenkonzerte.de. Für die Leute, die sich so ein Häppchen genommen haben, der fiese Trick war, dass in der Serviette sich ein Aufkleber verborgen hat. Ja. Danke. Hast du einen Aufkleber? Kein Problem. Ja, könnt ihr also im Trockenmittel eurem Nachbarn als Auto geben. Wie sind wir da eigentlich zur ZDF-Kultur gekommen? Also ist da jemand da, der sich um euch dann gekümmert hat irgendwann, weil es halt immer größer wurde? So, der dann gesagt hat, okay, pass mal auf, ich nehme das mal so in die Hand, ich gehe da mal mit los, ein bisschen hausieren bei den Sendern. Oder ist das ZDF auf euch zugekommen, hat das gesehen, gedacht, boah, Wahnsinn, das brauchen wir jetzt. Also wie gesagt, du weißt selber, ein langer Weg war das, war also von 2009 bis 2011, waren das 2 Jahre. Und 2010 waren wir eben für den Grimmpreis nominiert. So, was eben das erste absolute Hallo gewesen ist. Also auch für uns das große Hallo und eben auch für, du kommst ja selber aus der Branche, für Leute in der Branche auch das Hallo war. Also einer deiner Arbeitgeber, muss ich ehrlich sagen, wer ging wohl durch seine Entwicklungsabteilung und hat gesagt, wie kann das sein, dass es hier in Hamburg-Wilhelmsburg so eine Bumsbude gibt, wo die für den Grimme-Preis nominiert sind. Ihr wisst das nicht, ich muss es aus der Zeitung erfahren. So. Also da waren wir auf einmal auf so einer Landkarte. Aber natürlich haben wir uns auch da gab es keine ZDF-Kultur. Der Sender ist ja aus Mai 2011 gegründet worden. Also wir haben das natürlich forciert, wir haben geguckt, bei uns wurde es relativ schnell klar, das geht nicht unendlich so. Wir sind überall, wo wir waren, sei es Stiftungen, sei es Fördermöglichkeiten, waren immer die Ersten da. Es ist immer das erste Mal, dass die Fernsehen gefördert haben. Also diese ersten Fakten, die ich glaube ich an Buchen mit ersten Malen schreiben. Das ist aber irgendwann, das nutzt sich auch ab, dass frisst viel Zeit, auch Kaffee trinken wir, ist auf die Dauer echt eine mühsame Angelegenheit. Und uns war schon klar, dass im Moment das, was wir machen, das ist nämlich, und jetzt mache ich nicht komplett, also raube ich euch, wenn ihr es nicht eh schon wisst, die Illusion, wir machen kein Internet-TV. So Internet-TV würdest du ganz anders machen. Wir sind so eine Generation, die beseelt ist von der Muppet Show, von Wetten, das und von Musikfernsehen. So. Wir sind ganz anders konditioniert und denken da wahrscheinlich noch viel zu herkömmlich, was dann heißt, dass vielleicht Inhalte irgendwie ungewöhnlich für den heutigen Tag sind, aber die Kosten, die da auflaufen, das ist nicht die Chatcam, die da irgendwo integriert oder so, wo einer sitzt und Beutel auspackt und die Beauty-Produkte des Tages bespricht. So. Damit kannst du bestimmt richtig viel Kohle machen, wenn du YouTube-Partner bist und so. Aber wir haben da immer Sachen, die auf der Uhr, also Zahlen, die auf der Uhr stehen, wenn wir uns entscheiden, wir machen das jetzt, da gehst du ein Commitment ein, das sollte schon mal abgesichert sein. Das, oder irgendwann. Wie gesagt, wir hatten das dann alles schon. Wir wussten, dass wir eine Grimme-Preis-Nominierung ohne Geld hingekriegt haben. So. Uns musste keiner mehr beweisen, dass das ohne Geld alles geht. Aber jetzt wäre es ja mal spannend, wie wäre das, wenn du das, kannst du das auch verstetigen? Kannst du das auch weiterspinnen? Kannst du das wirklich so durchdeklinieren, wie wir uns das angedacht haben? Gut, also in dem Fall war es dann so, man kam mit vielen Leuten ins Gespräch und es hat dann bis 2011 noch gedauert, bis wir bei ZDF Kultur landeten, weil die schlicht und ergreifend das Angebot gemacht haben.
das beste Angebot heißt, ich habe es ja schon gesagt, 15 Sendungen, das ist eigentlich ein unmoralisches Angebot. So was gibt es gar nicht. Beim NDR hätte man geredet über macht mal eine Sendung. Und Wunder was, diese eine Sendung, die dann nachts um drei läuft, die hätte keiner geguckt. Wir hätten sagen können, ja, guckt keiner. Weil ich meine, wir wissen selber, dass wir uns entwickeln müssen. So, das hätte man, das so. Und deswegen war das für ZDF Kultur einfach, Plus, man muss halt nochmal sagen, dass die Schwierigkeit ist, dass wir halt nicht vom Fernsehen kommen. Also unsere Chance ist gleichzeitig unsere Schwierigkeit, weil wir denken dann auch ganz anders. Im Zweifelsfall gehen wir morgen und verkaufen diese spanischen Zugzeuge noch umsonst gibt, auf Alster-Eisvergnügen. So. Unsere Zukunft muss nicht zwangsläufig im Fernsehen liegen. So, wir haben das jetzt mal gespielt so, und das haben wir ziemlich gut gemacht, das haben wir ziemlich erfolgreich gemacht. Und da haben wir vielleicht auch Mut gelegt, aber das ist jetzt nicht, wir sind nicht in dieser Maschinerie so drin, dass wir denken, wir müssen das bis ans Ende unseres Lebens das machen. So. Vor allem nicht zu Dingen, die uns nicht gefallen. Genau, aber da muss ich mal ansprechen, was passiert denn, oder was würde passieren, wenn plötzlich irgendein so ein großer Sender wirklich mit dem Primetime-Programm auf sich angelangt ist? Also nach dem Motto, hier, Konkurrenz werden das oder was? Ja, dann würden wir erstmal fragen, ob sie seelisch, geistig und moralisch irgendwie noch auf der Höhe sind. Wenn sie aber sagen, dann, wir müssen mit der Zeit gehen, ja, ja, das sagen sie auch. Also, diesen Spruch müssen wir auf Zeit gehen, wir suchen nach Authentischen, das wissen wir, das passiert auch so. Also, wir wissen auch, dass zum Beispiel Formate, also dass wir auch als Referenz schon gesehen werden, wenn es um neue Formatentwicklung geht. So, aber das ist. Was da passieren würde, können wir annehmen. Ja, mit der Kohle. So. Aber wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, Florian Silbereisen, so Volksmusikkünstler, dann würde es doch für die ARD reichen. Naja, also jetzt mal, erstmal, wenn ihr euch. Zugespitzt formuliert. Wenn ihr euch unsere Liste mal anguckt, wer da jetzt da war oder wer da jetzt so kommt, dann ist das für uns, also wir kommen tatsächlich so aus so einer Indie-Brei-Ecke oder so. Aber das wird einem auf die Dauer auch viel zu langweilig. Und vor allem ist das nicht alles, was unsere was unseren Musikgeschmack auszeichnet. So. Und dann macht es uns vor allem Spaß, in einer Sendung, also am 20. Januar war Scooter in der Sendung, am 27. Januar das, in Klammern Wiener, Gemüseorchester. Die machen Musik auf Gemüse, das ist New Noise, ja. Das ist absolute Weltklasse. Die sind nach uns nach Tokio und nach Moskau gefahren. Das ist eigentlich auch unmöglich, dass die bei uns auftreten, aber so das ist Spannungsfeld, das macht es doch aus. Und was spricht gegen Volksmusik? Jetzt mal ehrlich. So, also ich kann mir da was von alles natürlich, aber das spricht genauso gegen Indie-Musik. So. Es gibt, ne, also um wieder mal Lothar Matthäus zu zitieren, es gibt da keine alten und jungen Spieler, es gibt gute und schlechte. So. Und es gibt bestimmt irgendwas in der Volksmusik. Ich hab's noch nicht gesehen, aber irgendwas wird es da geben. Und die dann gegenüberzustellen, weil das ist ja eben so eine Paarung. Also die Gegenüberstellung von Musik und bildender Kunst. Also wir haben jetzt hier mit Armin Kuczynski, den Mann, den ich als Mann der Wirtschaft beschrieben habe, auch einen unserer bildenden Künstler, obwohl er eigentlich ein performativer Künstler ist, der zusammen mit der Band Superpunk war, was einfach hier einen Abend für die Mods kreiert haben. Das hat einfach gepasst so. Und das hat auch bei Scooter und Stefan Marx ist ein eher dem Underground anheimender Zeichner für das elektronische Plattenlabel Smallville. So, auch da hat das gepasst. Und warum kann das nicht mit Gerhard Richter und Florian Silbereisen passen? Ja, weiß ich nicht.